Herzlich willkommen zurück zu Injustice 2 mit Arisu. Ich bin Arisu und wir können einen neuen Charakter testen, beziehungsweise vier neue Charaktere. Denn die Teenage Mutant Ninja Turtles sind jetzt da und die haben nur vier? Oh. Michelangelo. Oh. Muss ich tatsächlich für jeden dort ein Tutorial machen? Also, ich habe schon gehört, in der Ankündigung wurde gesagt, man wird tatsächlich alle spielen können. Und ich habe ihn tatsächlich schon gesehen, in einem Freundschaftsspiel gegen Licky er die Turtles schon mal benutzt hat. Man scheint die über die Spezialfähigkeit immer zu rufen, die anderen Brüder. Michelangelo ist ein Partytyp, der stilistische Nunchaku-Angriffe und Skateboard-Tricks einsetzt, um seine weniger coolen Feinde zu bekämpfen. Ich dachte, der Orange ist Raphael. Okay, ich muss sagen, ich bin kein Ninja Turtles Fan. Ich kann die Namen sagen und ich kann eventuell noch die Farben mit den Waffen in Verbindung bringen. Eventuell. Wahrscheinlich nicht. Okay. Michelangelos Nunchaku-Raserei entfesselt nach einem erfolgreichen ersten Treffer einen wilden Ansturm aus Nunchaku-Schlägen. Führe Nunchaku-Raserei aus. Gut, das hat geklappt. Benutze Metaburn mit Nunchaku-Raserei, um eine Jonglier-Kombo zu starten. Okay, muss man hinten, wenn wir schon ein bisschen geschlagen haben, raufpacken. Mikeys Panzermühle ist ein niedriger Angriff mit mehreren Treffern. Cool. Panzermühle mit Metaburn startet mit dem startet eine Kombo. Ja. Partytyp startet mit einem Nunchaku-Angriff nach vorn mit zwei Treffern, der bei richtigem Timing Rüstung durchbrechen kann. Okay, nett. Setze erste Liga Hintertreter ein, um eine Kombo mit einem Überkopfangriff nach vorn zu starten und die Kombo mit einem niedrigen Seitenwechselangriff zu beenden. Klappt. Da das Skateboard kurz reingeholt. Michelangelos Spezialtrick ist Skateboss, wobei er auf sein raketengetriebenes Skateboard springt. Wenn Mikey auf dem Skateboard steht, kann er niedrige Überkopf- und Projektilangriffe ausführen. Hui! Nett. Und wupp. Ist im Prinzip wie die Running Man Stance vom Flash Plus etwas langsamer. Direkte Fahrt und dann Kovabunga. Tutorial abgeschlossen. Michelangelo, neuen Kämpfer wählen bitte. Ich muss auf jeden Fall dann mal nachgucken, ob die richtig hier benannt haben. Ich gehe im Prinzip davon aus. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Leonardo scheint seine Brüder rufen zu können. Das ist der, den ich schon gesehen hatte. Nehmen wir Donatello. Hast du Probleme, deinen Gegner zu besiegen? Überprüfe die verfügbaren Augments deiner Ausrüstung und lege Stücke an, die die Stärken deines Gegners kontern. Okay. Das dauert wieder so lange. Donatello ist ein Technikexperte, der seine Gegner mit selbstgebauten Apparaten und seinem Buchstab auf Abstand hält. Splitterwirbel ist ein mehrfach treffender Angriff mit dem Bo-Stab, der sich gut dafür eignet, Kombos zu beenden und den Gegner zurückzustoßen. Wow, das ist cool. Donatello kann Splitterwirbel Metaburn hinzufügen, um den Gegner für eine Jonglier-Kombo in die Luft zu schleudern. Auch da wieder erst am Ende. Pokidoki erlaubt es, Donatello Gegner aus der Luft zu fangen und bei einem Treffer die Seiten zu wechseln. Aua. 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 Aua! Aua! Er ist zu langsam, jetzt zu schnell. So, jetzt haben wir ihn. Erinnert mich ein bisschen an Robins Angriffe. Pokidoki mit einem Metaburn gibt Donatello Gelegenheit zu einer Jonglier-Kombo. Aua! Nein. Ja, okay. Wenn man gefangen hat, dann... Donatellos Bo Appetit beginnt eine Kombo mit einem niedrigen Angriff mit guter Reichweite und danach einem Überkopfangriff, der Gegner zu Boden wirft. Drunter und drüber ist gut dafür geeignet, um aus mittlerer Entfernung eine Kombo mit Donatellos Bo Stab zu starten. Gefällt mir. Generell gefallen mir Stabkämpfer deswegen. Donatellos Spezialtrick ist Gerätenschaften, mit dem er selbstgebaute Apparate wirft, die ihn im Kampf unterstützen.
Ferngesteuerter Doombar 4000 zerstört automatisch ankommende Projektile, solange er aktiv ist. Au. Das ist nett. Gegen Sona, sehr schön. Zumba Doombar 5050 magnetisiert den Gegner auf dem Boden, wodurch dieser für kurze Zeit nicht springen kann. War das richtig? Ich glaube nicht. Moment. Jetzt haben wir's. Kaboom. Kaboomba Doomba 5000 zieht nahe Gegner in die Reichweite von Donatelles Gerät. Klappt. Tutorial abgeschlossen, Donatello. Na dann direkt den nächsten, bitte. So, Raphael, der Aggressive. Der Michelangelo, also der mit den Nunchakos, ist der Wilde, der sich immer wie ein Teenager verhält. ja, und Donatello ist der Kluge, Raphael ist der Brutale und Leonardo ist der Anführer. Auch klug, aber auf eine andere Art und Weise klug. Raphael ist ein cooler, aber barscher Raufbold und kämpft mit zwei Scythes mit kurzer Reichweite und seinem Temperament. Mit ausgelöster Parade kann Raphael die meisten ankommenden hohen, mittleren und Überkopfangriffe unterbrechen. Au! So. Setze Sai dabei ein, um deinen Gegner zu Boden zu werfen, die Seiten neu zu wechseln und einen Überkopfangriff in deine Combo einzubauen. Ja, nett. Raphaels Geilomat hat beim ersten Angriff eine sehr gute Reichweite und endet mit einem Überkopfangriff, der den Gegner zu Boden wirft. Ja, okay. Raphaels Spezialtrick ist fiese grüne Kampfmaschine, womit er einen Komboangriff mit mehreren Treffern ausführt, nachdem Hypesteigern durchgeführt wurde. Hypesteigern. Entschuldigung. Okay. Führe einmal Hypesteigern und dann Hypestufe 3 von 10 aus. Okay. Jedes Mal, wenn Raphael Halbsteigern ausführt, fügt er seiner Halbstufen-Kombo einen zusätzlichen Angriff hinzu. Raphael kann der Kombo mit Halbsteigern bis zu 4 Angriffe hinzufügen. Führe dreimal Halbsteigern und dann Halbstufe 7 von 10 aus. Hoppala. Oh, jetzt habe ich aus Versehen. Okay. Das war zu viel. Also funktioniert ähnlich wie die Fähigkeit von Catwoman, bloß dass man eben hier aktiv das direkt hinzufügen kann. Aber dass man dann eben die Ein-Tasten-Kombo hat, das gefällt mir auf jeden Fall. Raphael kann Metaburn für eine Kombo-Gelegenheit einsetzen, wenn er vor seinem Hype-Stufen-Kombo 3-5 Mal Hype-Steigern einsetzt. 5 Mal und dann Hype-Stufe 11 von 10 Metaburn. Erst einmal machen wir Halbstufe 11 von 10 generell gleich. So, jetzt testen wir uns das erstmal. Ja, das ist cool. Und jetzt wieder. Da, da, da. So. Hat nicht wirklich gebracht. Ah, geklappt. Entschuldigung. So. 6. Ich weiß nicht genau, wie das... Moment. Wir gucken es uns an. Ja. Na los, mach doch. Okay, da oben muss man dann drücken. Zack. 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 Das war's nicht. Okay. Nochmal. Hoppala. Halbsteigern. Noch mehr Halbsteigern. Noch mehr Halbsteigern. Wir haben das früher in etwas reinsteigern genannt. Nicht den Halbsteigern. Okay, da hatten wir's. Tutorial abgeschlossen, Raphael.
Neuen Kämpfer wählen. Michelangelo. Nein, nicht Michelangelo. Da liege ich ja falsch. Leonardo. Manchmal ist es besser, einen Konflikt zu verlieren, um Superanzeige für Metaburn-Aktionen, Flucht in der Luft und Fluchtrollen zu sparen. Okay. Also offenbar kann man nicht irgendwie einwechseln, was ich erst vermutet hatte. Die Ninja Turtles sind dafür sind das gefürchtetste Kämpferteam der Welt. Jeder der vier Brüder hat seine eigenen Waffen, Techniken und eine unterschiedliche Persönlichkeit. Es gibt einige Techniken, die alle vier der Turtles einsetzen können. Benutze Panzerkopter, um dich schnell mit einem mittleren Angriff auf deinen Gegner zuzubewegen. Okay. Bombshell ist ein Überkopfangriff, der an verschiedenen Stellen gezielt, werden kann und bei bestimmten Entfernungen ein Cross-Up auf den Gegner ausführen kann. Führe nahe Bombshell aus. Oh Gott, daran bin ich nicht gut. Da haben wir's. Okay. Doch nicht. Immer noch nicht. Hoppala. Na. Es kann auch nicht so schwierig sein, ein paar Mal die gleiche Taste zu drücken, oder? Da haben wir's. Beim ersten Versuch. Ferne Bombshell aus. Yay, das wird komplizierter. Ich habe nichts gesagt. Nutze Bombshell mit Metaburn, um den Gegner für eine Jonglier-Kombo aufprallen zu lassen. Ja, bevor man aufprallt, macht man das. Gekra Angel oder Gekra Angel? Ist ein Abwärtsangriff aus der Luft, der genutzt werden kann, um in der Luft die Richtung zu ändern. Okay. Turtle Panzer kann, wenn er gehalten wird, einen ankommenden Projektilangriff absorbieren und damit Blockschaden und Aufbau der Meta-Anzeige verhindern. Au. Nett. Gut gegen Zona. Leonardo ist der konzentrierte Anführer der Ninja Turtles und kämpft mit zwei Ninjutsu-Schwertern. Leonardo kann mit Geschreddert einen Wirbel aus Schwerthieben entfesseln. Und das macht ihn zum coolsten. Gut, das und dass er der Taktiker ist. Bushi-Schnitt ist gut geeignet, um Gegner am Boden oder in der Luft zurückzustoßen, die sich nah bei Leonardo befinden und dass er eben der Ärmste ist. Vielleicht sollten wir auch die richtigen Tasten drücken. Zack. Benutze Metaball mit Bushi-Schnitt, um Leonardo eine Jonglier-Kombo für eine Jonglier-Kombo Gelegenheit zu bieten. Bah. Okay. Setze Leonardos Big Apple 3AM ein, um mit einem mittleren Angriff nach vorne mit guter Reichweite eine Kombo zu starten. Ich verstehe nicht, wie manche Kombos ihren Namen bekommen. Wirklich nicht. Der letzte Treffer von Leonardos aufs Messer schneide ist sicher, wenn er blockiert wird. Ich weiß nicht, was genau damit gemeint wurde. Leonardos Spezialtrick ist Turtle Power, die jeden seiner Turtle-Kameraden, Teamkameraden für unterschiedliche Unterstützungsangriffe herbeiruft. Donnie führt einen Überkopfangriff mit großer Reichweite aus, der Jonglier-Kombo starten kann. Rev wirft seine beiden Scythes, die sich gut eignen, um auf große Reichweite das Gebiet zu kontrollieren. Mikey kommt aus seinem, auf seinem Skateboard für einen schnellen, niedrigen Angriff mit guter Reichweite zu Hilfe. Ups. Jetzt warten wir kurz. Tutorial abgeschlossen, Leonardo. Okay. Dann gehen wir zurück zum Hauptmenü. Die Folge wird eventuell etwas länger. Denn das mit dem Multiversum jetzt zeigt uns noch nicht, ob die verschiedene Ansagen zum Beispiel haben. So, Novizenkampfsimulator. Wir starten. Uppala, auf der anderen Seite. Da. Leonardo. Moment, wie kann ich. Kann man nicht wechseln? Man muss doch wechseln können. Die Frage ist wie? Nein. Okay, ich finde es jetzt etwas. Leonardo.
Merkwürdig, dass wir... Eventuell kann man doch drin irgendwie wechseln. Das müssen wir dann mal gleich gucken. In der Steuerung. Sammle Ausrüstung mit deiner großen Spanne und Augments. Eine volle Bewaffnung mit Kryptonit-Ausrüstung könnte in einem speziellen Multiversum-Event oder Bosskampf nützlich sein. I fight evil on every earth. You're no match for a god. No one is invincible. Begin. Und Abbruch. So. Aktionsliste. Wir müssen irgendwas gucken, das direkt Hirte im Griff hat oder Brüder oder oder etwas ähnliches. Moment. Super Aktion ist Panzerschock. Okay, das haben wir noch nicht gesehen. Okay, wir haben hier nichts angezeigt, mit dem das Aua möglich erscheint. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch gucken, wie genau man das hinkriegt. Auf jeden Fall kann man hier ein richtiges Donnerfeuer an... hoppala. Zusatzangriffen machen, die zum Großteil wirklich, aua, doof zu blocken sind. Au. Jetzt zögere ich gerade hier ein bisschen wieder. Ich will den natürlich nicht sofort erledigen. Ich will natürlich erst einmal das hier machen. Da wäre dann natürlich auch die Frage, ob sich das unterscheidet. Au. Tja, das war das. Leonardo wins. Now that'll hit the spot. Was auf jeden Fall auch cool ist, wenn man gegen die Turtles spielt, haben sie unterschiedliche Verlieranimationen. Einmal habe ich Leonardo jetzt schon gesehen, der wie er total im Panzer verkrochen war. Und einmal saß er in der Ecke und hat die Sterne sind über ihn rüber geflogen. Also cartoonmäßig eben. K.O.-Zeichen. Should have left my bros alone. And miss all the fun. Now you answer to me. Begin. So, das war schon mal das. Aua. Warum er nicht die Schwerter mal in der Hand behalten kann. Au. Brauche immer Unterstützung. Und wirklich fair wirkt es nicht, ne? Also, Zwischenlebensbalken-Animation gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Wir sollten mal ein paar von den Sprungangriffen endlich machen, ne? Die hier verlangt werden. Ah, okay, der Sprungangriff hat eine schöne Reichweite. Au. Au. Okay, einen schönen Cross-Up können wir da auch mit theoretisch hinkriegen. Wenn wir treffen. Hm.
Und aua. So, das war das und zack. Im Prinzip müssten die eigentlich unterschiedliche haben, weil der Angriff wird hier wirklich von Leonardo gestartet. Andererseits schätze ich mal, dass gerade der Superangriff einen erheblichen Teil des Programmieraufwands ausmachen wird. Und Animationsaufwands natürlich. Also des Entwicklungsaufwands dabei. Deswegen wird es nicht so einfach sein, immer die verschiedenen zu machen. Und ich gehe auch eigentlich davon aus, dass wir nur ein Endscreen für die verschiedenen Turtles haben. Ich schätze, ich werde... wie machen wir das? I'm fully trained for this fight. Seriously? I'm about to wreck you. Let me show you what Sensei's taught us. Begin. Das hier hat uns der Sensei beigebracht. Teamwork nämlich. Ich bin mir fast sicher, dass noch ein bisschen an der Geschwindigkeit von Michelangelos Unterstützungsangriffen hier gearbeitet wird. Weil das wirkt jetzt gerade einfach ein bisschen zu schnell. Ich meine, man kann damit klarkommen, ja. Aua. Direkt wieder in die Abwasserkanäle verschwunden ist er. Und trotzdem kommt er von hier. Und wir lassen das wieder zu. Au. Und hoppala. Sehr schön. Hier haben wir endlich mal einen Schwertkampf, ne? Fällt mir gerade so auf. Klar, beide benutzen ihre Schwerter nicht wirklich. Und schon wieder macht das Michelangelo. Hat ein bisschen gedauert, aber ich bin wieder drauf gekommen. Hör auf, Pizzen gegen die Kamera zu werfen. Das kann doch nicht wahr sein. Die neue Generation von Ausrüstung verteilt die Attribute und Augments erneut, bla 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 bla. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie es mit den Shaders hier aussieht. Das muss ich mir angucken. You've got nothing on a Ninja Turtle. I'm the monster that lurks under your bed. Your evil ends here. Begin. Au, 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 au. Au, wie gemein. Eigentlich kämpft, kämpft Leonardo hier selbst gerade kaum, ne? So wie ich spiele. Bam. So, mal den Griff gemacht. Wuhu. Kommt da immer der gleiche? Nee, ne? Hoppala. Ich wollte jetzt eigentlich... Au. Aua. Okay, wir sollten vielleicht ein bisschen ernster kämpfen. Und zwar bald.
Ja, okay, es scheint wirklich immer der gleiche zu sein, nämlich der Lilane. Also, Donatello, danke. Zack. Das dürfte interessant aussehen, wenn man einen Gegner wie Torschütters hat. Der ja ein klein bisschen bulliger ist als Enchantress. So ein winziges bisschen. Nein, lass das. Frage, sollten die nicht eigentlich Pizza mögen und die deswegen nicht dauernd wegwerfen? In Versailles Tresor kannst du Mutterboxen dekodieren, die du gesammelt oder gekauft hast, um neue Ausrüstung oder Fähigkeiten zu erhalten. Gut zu wissen. Danke für den Hinweis. Ich hätte gerne ein paar mehr Tipps. Verschiedene. Send us back to our universe, Brainiac. An unlikely outcome of this encounter. So much for your 12th level intellect. Begin. Tja, er hat sich offenbar über seinen Gegner informiert. Nein. Au. 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 Verdammt. Au, nicht gut. Es hat gut gestartet. Ah, verdammt, zu spät gesprungen. Was genau hat er da... Was genau hat ihn jetzt noch besiegt? Au, das ist unfair. Whoa! Au. Ah. Wäre auch merkwürdig gewesen, wenn wir es beim ersten Mal schaffen, ne? Ja, bitte wiederholen. Erneut versuchen. Not another step, dude. You have no hope of victory. Your evil ends here. Begin. Das ist ein schöner Startangriff. Au! Au! Okay, ich brauche hier mal Hilfe. Au, ich brauche hier mehr Hilfe. Au. Ja, dadurch, dass ich jetzt mich die ganzen vorherigen Kämpfe auf die Brüder verlassen konnte, habe ich mit Leonardo so gut wie gar nicht gekämpft. Und eben nichts drauf, bis auf diesen einen Angriff. Au! Au. Das tut weh. Und wir müssen weil schnell gewinnen, sonst überziehen wir. Allerdings, Moment, wir machen eine Doppelfolge draus, ne? Oder... Okay, wir brechen hier ab und machen in der nächsten Folge dann weiter mit dem quasi Showcase der Teenage Mutant Ninja Turtles. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der wir dann Brainiac besiegen. Bis dahin, lebt wohl, hinter das Kommentare und adios.